Moin und herzlich willkommen zu dem wahrscheinlich lächerlichsten Glitch, den ich jemals gemacht und gesehen habe. Ich zeige euch heute, wie ihr bei jeder Waffe, wirklich ausnahmslos bei jeder Waffe, Dark Matter bzw. dunkle Materie Tarnung oder Gold Tarnung oder Diamant Tarnung, egal welche Tarnung ihr wollt, haben könnt. Easy, ohne was dafür zu machen, ja, in 1 bis 2 Sekunden, ja. Ganz einfach. So, ich sage euch jetzt, wie es geht. Wir gucken einmal kurz in meinen Klasseneditor rein. Ich habe hier schon mal so ein paar Waffen vorbereitet für euch. Ja, habe ich wahrscheinlich alle auf Dark Matter gespielt, bestimmt. Dunkle Materie ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und die habe ich natürlich nicht, ja, ganz logisch. Ja, wie ihr seht, kann man das bei jeder Waffe anbringen, ist gar kein Problem. Auch hier bei Sekundärwaffen, auch gar kein Problem. Habe ich sogar irgendwo bei einem Raketenwerfer dran. Ja, hier, da zack, zack. Richtig geil. Die habe ich sogar wirklich fast erspielt schon. Ja, gut, dann gucken wir jetzt einfach mal, wie das funktioniert. Wen nehmen wir denn jetzt mal hier? Nehmen wir einfach mal die. Wir nehmen uns irgendeine Waffe. Beispielsweise, was wird denn oft gespielt? Die Rampart zum Beispiel, die wird ja oft gespielt. Die habe ich, glaube ich, noch gar nicht gespielt. Ja, seht ihr, ich habe jetzt hier nur eine Tarnung. Und das war es auch im Prinzip. Ich kann jetzt hier die eine Tarnung drauf machen und dann haben wir jetzt die Tarnung. Fertig. So, was ihr jetzt macht. Kommen wir direkt zum Glitch. Was ihr jetzt macht, ihr geht hier einmal auf Personalisieren, also Dreieck. Ich spiele auf der PlayStation. Geht aber auch auf der Xbox, denke ich mal. Wahrscheinlich sogar auf dem PC, warum sonst da nicht gehen. Und jetzt müsst ihr einfach, ihr habt ja hier den Cursor, ja, den könnt ihr mit eurem Stick bewegen. Und ihr wisst, dass hier unten ist dunkle Materie und hier ist zum Beispiel Diamant-Tarnung oder Gold-Tarnung. Und das macht ihr aber nicht mit dem Cursor, ja. Das heißt, ihr nehmt jetzt erstmal euer Steuerkreuz und dann seht ihr hier, wo ihr seid, ja, genau, wisst ihr Bescheid. Und dann geht ihr einfach jetzt auf dunkle Materie mit dem Steuerkreuz hier. Nichts machen. Wenn ihr jetzt mit dem Cursor hier drauf seid, also mit dem Steuerkreuz, dann drückt ihr jetzt R1. So sieht es erstmal aus. Und jetzt müsst ihr X drücken. Und wenn wir jetzt wieder rausgehen, haben wir easy einfach dunkle Materie angebracht. Also das ist so hardcore lächerlich. Das ist wirklich lächerlich. Und wir können damit sogar zocken. Ja, kann ich euch gleich auch nochmal kurz zeigen gerne, ist kein Problem. Ihr seht, die ist nicht eingebaut oder so, ja, aber wir haben die trotzdem. Und man sieht die sogar im Spiel. Und das ist heftig. So, was man vielleicht erwähnen sollte, ihr könnt nicht wirklich jede Tarnung dann anbringen, sondern ihr könnt wirklich nur die aus Beherrschung hier einbringen. Das heißt Gold, Diamant und dunkle Materie. Aber ich denke mal, es ist auch am wahrscheinlichsten, dass ihr die verwenden werdet. Was ihr dann macht, wenn ihr schon dunkle Materie ausgerüstet habt, zum Beispiel, und ihr wollt eine andere nehmen, wählt ihr wieder die Standardtarnung aus. Und dann wieder, wie gesagt, mit dem Steuerkreuz dahin gehen, wo ihr wollt. Geht, wie gesagt, jetzt nur bei den dreien hier. Nehmen wir einfach mal Gold. Dann nur noch R1 und X. Und dann haben wir die Goldtarnung angebracht. Das gleiche können wir jetzt auch wieder mit einer anderen Tarnung machen. Steuerkreuz hier auf Diamant. Dann R1 und X. Und zack, haben wir hier bei der Rampart mal eben eine Diamanttarnung erspielt. Easy. Easy Snack, ja. Ganz einfach immer dann wieder auf die Standardtarnung gehen. Und mit dem Steuerkreuz, ganz wichtig, auf die Tarnung, die ihr wollt, R1 und X. Ganz einfache Sache. Das ist, ja, also ich weiß nicht, da wird sich jetzt jeder Spieler, der sich wirklich Mühe gibt, Headshots zu machen, und das bei allen Waffen, der wird sich jetzt wahrscheinlich einen Ast abfreuen, denke ich mal. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es auch wirklich assi, weil ich spiele mittlerweile wirklich Waffen, wo ich gar keinen Bock drauf habe, ja. Zum Beispiel hier, habe ich mir auch irgendwo eine Titan-Klasse gemacht, weil ich die halt auch auf dunkle Materie spielen möchte. Ich möchte alle Waffen halt so hoch wie möglich haben. Man sieht, ich habe ja sogar schon wirklich Gold erspielt. Und ja, ist dann natürlich schon irgendwo lächerlich, ja. Deswegen hoffe ich auch, dass durch das Video hier vielleicht die ganze Kacke mal gepatcht wird, ja. Ich will euch noch ganz kurz was sagen dazu. Und zwar weiß ich nicht, ob man dafür gebannt werden kann oder nicht. Insofern empfehlen würde ich es euch nicht, ja, generell nicht, weil es absolut asozial ist, das zu machen, weil viele Leute investieren viel Zeit und ja, Übung da drin, hier sowas zu erspielen, und ihr macht das in 2 Sekunden. Ja, ich weiß nicht, das müsst ihr jetzt selber wissen, ob ihr das machen wollt oder nicht. Ich werde das auf meinem Hauptdingens hier, auf meinem Hauptaccount nicht mehr machen. Ich werde alle Waffen gleich wieder zurückstellen, da wo ich sie vorher hatte, hier beispielsweise die die Titan of Gold, und fertig, weil ich habe keinen Bock, wegen so einem Mist gebannt zu werden, ja. Ich wollte nur zeigen, dass es geht. Wer das machen möchte, kann es natürlich gerne machen, am besten aber nicht auf dem Hauptaccount vielleicht, sondern eher auf dem zweiten Account. Wahrscheinlich wird man da nicht gebannt werden durch, aber kann natürlich passieren, ja. So, wie gesagt, ich werde damit nicht zocken. Ich zeige euch einfach mal ganz kurz, dass es auch im Spiel funktioniert. So, wir spielen extra mal Nuketown, damit ihr auch seht, dass es jetzt hier kein Fake ist oder so. Ist wirklich mit dem aktuellsten Update. Und ja, ich kann jetzt hier quasi auch jede Waffe auswählen. Ich habe jetzt hier gerade die Corded mal genommen.
Keine Ahnung, wir können auch hier die Sauke nehmen oder ICR nehmen. Wir können auch einfach mal alle Waffen durchspielen, damit sich jeder einfach nur denkt, so Alter, was geht bei dem, ne? Ja, aber ich will natürlich hier mit der Call immer zocken eine Runde, weil ich die schon heftig finde, die Waffe. Könnte geil sein auf der Map, könnte. Wenn man so ein bisschen rushen möchte, was ja hier irgendwie auch keiner macht. Aber ich rush gerne einfach mal, auch wenn ich dabei die ganze Zeit abnippel, ist mir im Prinzip wurscht. Weil ich habe keinen Bock, da irgendwo die ganze Zeit rumzuhocken. Alter, war nicht schlecht. Hey, wie kann ich denn zwei Stück auf einen Haufen holen, wenn die direkt vor mir sind, Alter? Was ist das? Oh mein Gott, Aim ist nicht da. Jo, guck da, 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 ja. So, wird hier halt rumgekämpft. So, wir können uns... Ah, scheiße. Wir können uns aber ganz kurz die Tarnung hier angucken. Ja, so sieht es jetzt hier aus, bei der Korde zum Beispiel. Und hier habe ich noch die Mozu, oder wie man die aussprechen will. Das haben wir in die Koschka mit dem, ich sag mal, einfach Thermalvisier, weil ich bin noch ein alter COD-Spieler. So, wir haben jetzt aber vorhin das Auto bekommen. Ich will gleich mal versuchen, dieses komische Loch da zu finden, was wir ja im Trailer gesehen haben. Digga, wo zum Fick ist dieses scheiß Loch? 2000 Jahre später. Ah, ich hab das Loch. Alles klar, die hält's doch mit auf meinen Fernlenkladung. Alles klar. Ja, sauber, wir haben die Fernlenkladung. Bester Spieler EU West, lol. Nicht. So, jetzt komm. Komm, Liala. Hier ist das Loch. Jetzt geht's los. Aufnahme läuft ja sauber. Ah, guck mal hier. Kann man richtig so ein bisschen rumgucken. Lol. Da ist die berühmte Rakete, die am Ende startet. Krass. Krass. Dann nochmal ein Kontrollraum hier unten. Heftig. Ah, das Ding geht jetzt kaputt. Schade. Also wir haben es ja geschafft, also passt auf jeden Fall, geil. Ja, wie ihr gesehen habt, auch im Spiel gar kein Problem. Man kann damit ganz normal zocken. Ja, wenn ihr jetzt ein schlechter Spieler seid, so wie ich in der Runde zum Beispiel, dann denkt sich auch wahrscheinlich jeder, wieso hat dieser No-Hand eine dunkle Materie-Tarnung gefühlt auf jeder Waffe drauf, ja? Ist also schon irgendwo auffällig, wenn man immer letzter ist und dann so eine dunkle Materie-Tarnung drauf hat. Klar hat man auch mal schlechte Tage, aber naja. So ist es auf jeden Fall, Freunde. Ich hoffe, dass der Glitch definitiv mit dem nächsten Update gepatcht wird, ja, weil da sowas habe ich gar keinen Bock drauf. Das hat mich schon früher in COD abgefuckt, einfach in so eine XP-Lobby und zack, bist du Prestige 10 und hast nicht gesehen. Nee, wenn dann selber erspielen, sonst braucht man auch nicht spielen. Und dann würde ich sagen, macht's gut, haut rein, euer Zock.